dazu, Leute. Schaut es euch an. Nicht mit dem Road Attack 3, sondern den Conti Sport Attack 4. Komplett new. Das bedeutet, wir sind jetzt ein bisschen vorsichtiger, logischerweise. Oh, alles zu, yes. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video wird es halt mal drum gehen. Oh Junge, oh shit, war das gerade rutschig. Wird es drum gehen, wie man seine Reifen richtig einfährt. Ich meine, das ist jetzt zwar nur der Vorderreifen, der gewechselt wurde. Ja, spielt keine Rolle. Ist genauso rutschig gerade, wie als wären es beide. Fangen wir erstmal damit an, dass ihr wirklich am Anfang euren Reifen, euer Motorrad wirklich ruhig bewegen solltet. Ja, das bedeutet halt, ich würde mal sagen, zwischen 20 und 70 Kilometer einfach so viel es geht gerade fahren. Geraden fahren, ja. Keine extremen Schräglagen. Natürlich dürft ihr noch irgendwo abbiegen und so, das ist klar. Aber wirklich gucken, dass ihr da jetzt nicht ins Hanging-Off geht. Und einfach mal schaut, dass ihr immer so leichte Kurven hier nimmt. Und beim Einfahren zum Beispiel, da muss ich ehrlich sagen, da finde ich das Drücken ein bisschen besser als das Legen. Weil beim Legen geht man ja schon mit dem Gewicht eher mit und beim Drücken aber halt nicht, ne? So. Das bedeutet einfach mal ein bisschen hin und her drücken, das Bike. Was ihr auch wirklich vermeiden solltet, das wäre, dass ihr jetzt halt vorne volle Kanne bremst. Da wird nichts großartig kaputt gehen oder so. Das war gerade der Meister noch. Ja, ich würde da nichts kaputt gehen, aber ihr werdet halt wirklich von 100% Bremsleistung, beziehungsweise die meisten schaffen eh nur 90% Bremsleistung bei ihrem Motorrad zu bekommen. Aber sagen wir jetzt einfach mal, ja, von 90% bekommt ihr bei so einem neuen Reifen vielleicht, keine Ahnung, 30, 40, also noch nicht mal die Hälfte. Oder wenn überhaupt die Hälfte. Deshalb solltet ihr schauen, dass ihr einfach ruhig fährt. Ruhig, ruhig, ruhig. Und man merkt schon nach den ersten Kilometern, dass er ein bisschen, ja, ein bisschen Grip bekommt tatsächlich. Dass er sich ein bisschen nicht mehr so schmierig anfühlt auf jeden Fall. So, und immer ein bisschen drücken. Das Ding ist, ich sitze auf meiner Z900 sehr, sehr vorderradorientiert. Das bedeutet, ich kann da vorne richtig schön drücken und habe da ein gutes Gefühl drüber. Und das Vorderrad gibt mir halt ein super Feedback. Das ist halt mega geil. Wenn ihr jetzt ein Motorrad habt, wo ihr halt nicht so ein vorderradorientiertes Verhalten habt, dann macht es einfach ein bisschen vorsichtiger, drückt ein bisschen weniger am Anfang, dann funktioniert das schon. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kilometer jetzt gefahren bin, ich glaube so um die 5 vielleicht, und er fühlt sich schon besser an. Was ich euch auch noch als Tipp geben kann, Leute, wenn ihr einen neuen Reifen habt oder generell, wenn ihr neue Reifen habt, ob es jetzt einer oder ob es ein Satz ist, macht es nicht so, dass ihr das am Samstag morgens von der Werkstatt wechseln lasst, nach Hause fährt und sonntags dann meint, im Schwarzwald irgendwie den Reifen richtig einzufahren und da richtig Stoff zu geben. Also ich kann euch eine Sache sagen, ein Reifen braucht mindestens 100 Kilometer, meiner Erfahrung nach, bis er richtig klebt, wenn man ihn richtig einfährt. Ja, du kannst natürlich einen Reifen, weiß nicht, 3/4 von der Schräglage einfahren, die er drauf hat. Und dann ist bis dahin natürlich auch alles schön am Haften und hat einen guten Grip. Aber wenn du einen Reifen richtig einfährst, einen neuen Reifen, wirklich einen nagelneuen Reifen, wenn du den wirklich richtig einfährst, schön bis auf Kante versuchst zu bringen und da wirklich Grip herzustellen, um da Grip herzustellen, das braucht schon um die 100 Kilometer, Leute. Das kann ich euch erfahrungsgemäß sagen. Und deswegen macht es so, wenn ihr sonntags fahren wollt, schaut, dass ihr und ihr bekommt den Reifen erst am Samstag gewechselt oder die Reifen, dann schaut, dass ihr an dem Samstag mindestens 70 Kilometer fährt. Wirklich. Aber das dann halt nicht nur geradeaus, sondern halt, guck mal, ich versuche selbst hier im Ort jetzt bei einer 30er-Zone, versuche ich hier immer ein bisschen mehr zu drücken und dann ab und zu mal wieder ein bisschen Gas dazu. Viele sagen ja immer, wenn du neuen Reifen hast, fahr 50 Kilometer nur geradeaus. Leute,
Ich habe jetzt noch nicht mal 10 Kilometer auf dem Vorderreifen und ich versuche schon echt gut zu drücken. Ihr müsst das halt gefühlsabhängig halt auch machen, ne? Weil es gibt Reifen, die lassen sich besser einfahren, wenn die zum Beispiel auch ein bisschen weicher sind, die Mischung, beim Sportreifen zum Beispiel, ne? Deswegen kannst du auf der Rennstrecke einen weichen Sportreifen wechseln und kannst da dann relativ zügig wieder voll am Start sein. Im Gegensatz zu einem puren Tourenreifen, du halt da, ja, wenn der halt nicht so weich ist und eher härter ist, die Mischung, die Reifenmischung, die Gummimischung, dann ist das halt einfach ein bisschen doof. Man braucht ja schon ein bisschen länger. Digga, wieso ist hier so viel Verkehr, Alter? Ist ja ekelhaft. Und es fühlt sich gerade an bei der Vorderradbremse, als hätte ich 200% Bremskraft vorne. Mega. Digga, da vorne ist ja... Ist ja ekelhaft, Bro. Eigentlich wollte ich nämlich hier lang fahren. Wir fahren jetzt hier auch einfach lang. Wir filtern halt einfach ganz entspannt ein bisschen, ne? Was ich dann immer so nach, weiß nicht, 20, 30 Kilometern anfange, ist, dass ich öfters mal vorne einen längeren Zeitraum bremse, ja? Dass ich halt wirklich schaue, wenn da jetzt eine Ampel ist und ich fahre 50 km/h, dass ich nicht kurz vorher den Anker werfe, sondern dass ich schön versuche, gleichmäßig und über einen längeren Zeitraum zu bremsen. Macht euch auf jeden Fall wegen diesem Thema keine Sorgen, Leute. Macht euch auch nicht verrückt. Fährt die ersten Kilometer einfach ganz entspannt. Versucht dann immer mal wieder ein bisschen zu drücken und fangt dann langsam an, kontinuierlich, gleichmäßig, schön abzubremsen. Macht das alles um die 100 Kilometer lang. Traut euch dann auch mal ein bisschen mehr drücken und versucht einfach ein Gefühl fürs Vorderrad zu entwickeln. Dann funktioniert das. Das sollte es mal soweit gewesen sein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert mich gerne. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Ich wünsche euch was. Ciao.